Hallo, guten Morgen. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Rovi Dubasida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. So war zumindest hier der Anspruch. Ich bin Klaus von der älteren Generation, der mit dem Husten und das ist auch das Programm dieses Kanals, in dem es darum geht, zu dokumentieren, wie ich also die Verwandlung, die Transformation in die digitale Gesellschaft hier für mich realisiere, was sich so verändert und dass ich darüber reflektiere, so ein bisschen, soweit mir das möglich ist. Ja, der zweite Punkt ist natürlich, dass ich mein Altern dokumentiere, meinen Abbau, meine gesundheitlichen Probleme und so weiter. Ja, damit komme ich zu den fünf Hauptpunkten heute. Wieder erstens Anlauf, zweitens Gesundheit, drittens Diabetes oder Diät, viertens Lektüre und fünftens fünftens die Wahl. Ja, fangen wir damit an mit 5. Also die Wahl ist vorbei, endlich. Wir hatten den Atem gehalten, mich rauchte gestern den ganzen Tag. Die vielen Berichte. Ja, meine Partei ist auf 2,5% gekommen, also die ich gewählt habe, auf 2,5%. Und ja, ich habe jetzt gelesen, was das da für eine Clique ist. Also in der Stadt, in der ich wohne, sind noch 7000 Leute, die ticken wie ich. Die haben auch die Partei gewählt. Habe ich gesehen, dass da in der Liste auf der, was ist das, Tagesthemen oder Tagesschau, da gibt es eine App. Und da haben sie das so nach Bundesländern, nach Kreisen und so genau aufgelistet, wer wo seine hohen Gebiete hat, wo am meisten Wähler Stimmen bekommt und so. Und da konnte man da sehr schön sehen, wer in welcher Stadt wie viel gewonnen hat, verloren hat und so. Ja, also hier sind die Grünen sehr stark. Stärkste Partei mit 29% und an zweiter Stelle, weiß ich gar nicht, konservativ und SPD, glaube ich. Ja. Ja, der Rechtsruck ist offensichtlich erstmal ausgeblieben. Die Eliten werden nicht sofort ersetzt, aber sie haben insgesamt einen großen Zulauf bekommen. Und auch in Großbritannien hätte man ja annehmen können, dass nach dem ganzen Hickhack die Leute vielleicht sich besinnen eines Besseren. Dem ist nicht so der Fall. Die Partei war ja von dem Barsch. Die hat auf Anhieb mit seiner Neugründung da über 30% Stimmen bekommen. Unglaublich. Also es scheint, dass die Leute, dass zunehmend mehr Briten von Europa genervt sind. Aber an zweiter Stelle kommt dann gleich die Befürworter, die für den Brexit sind. Ja, ansonsten, das erwartete Bild in Frankreich. Passt Kopf an Kopf rein. In Italien noch, auch sehr stark. Habe ich noch gar nicht gehört heute. Also die Rechten kommen und die rechten Gesinnungen durchziehen das den Kontinent. Wie das jetzt auf einmal kommt, verstehe ich nicht. Ich kann auch nicht so richtig analysieren, wo da genau so die Unterschiede.
was die nur anders machen wollen oder eine andere Sprache haben oder wollen, das liegt. Dass viele Leute da ihre Rettung sehen. Ja. Ja, die Partei, die ich gewählt habe, die heißt auch so. Ja, das sind 2,5% Stimmen und das schickt damit 3 Abgeordnete. Ich habe jetzt gehört 2, aber es wird 3 werden. Und damit ist auch der Semsrott mit dabei. Ja. Also es soll sich um Protestwähler handeln, die Leute, die Partei gewählt haben. Protestwähler, Leute, die so enttäuschte SPDler und Leute, die auch im Jahr der Grünen dann nichts mehr abgewinnen können. Und, also so Protestbürger und Bürger aus diesen 2 Fraktionen. Immerhin 2,5%. Vielleicht auch Leute, die früher die Linkspartei gewählt haben. Keine richtige Antwort und alle rätseln so ein bisschen, wo das herkommt, wie das sein kann auf einmal, dass die Welt jetzt anders tickt. Ja, meine Vermutung ist, dass das vielleicht irgendwie mit dem Internet zusammenhängt, dass die Leute durch das Internet verstärkt miteinander kommunizieren und dass sie sich dadurch auch, aufpushen. Leute, die also vorher relativ isoliert waren und isoliert wurden und die durch die Medien mit herrschaftskonformer Information versorgt wurden, Die nehmen jetzt am großen Stammtisch teil. Und der große Stammtisch ist jetzt YouTube. Und da schnappen sie das eine oder andere auf, was sie vielleicht auch gar nicht verstehen. Und kommen zu Urteilen und Ursachen, die sie vielleicht auch falsch einordnen. Aber sie sind erstmal davon beeindruckt. Und handeln dann auch gleich danach. Ja, in Deutschland hat ja die AfD nicht besonders gut abgeschnitten. Was vielleicht an der hohen Wahlbeteiligung liegt. Hohe Wahlbeteiligung. Also, das Ergebnis jetzt, das waren 60% der Wähler, 60% der Vorzeigebürger, die haben gewählt heute. 40%, die im Dunkeln stecken, haben nicht gewählt. Wie sähe das Ergebnis aus, wenn die auch wählen würden? Sind die so frustriert, dass die überhaupt nicht mehr wählen oder haben die einfach kein Interesse oder was ist los? Repräsentativ ist dann noch das Ganze, wenn quasi nur 60% Wahlbeteiligung da ist und davon fallen dann ein Drittel quasi auf die eine oder andere Partei, die dann daraus einen Führungsleitspruch ableitet. Ja. Da kann man sagen, ja, die Nichtwähler, die würden sich ja, wenn sie wählen müssten, vielleicht verteilen. Aber das glaube ich nicht so richtig.
noch mehr stärken wollen. Das Lager der Gegner. Dass es Leute sind, die von dem Ganzen nichts halten. Gemacht vorher, rechtzeitig, und hatte auch die Zeit damit, die 40 Vorschläge da durchzulesen, und war überrascht über die Vielfalt. Ich weiß nicht, ob jemand in der Wahlkabine das auch macht, dass er da den Vorschlag da durchliest, wofür die angeblich sind, und dann da irgendwo willkürlich seinen Strich macht. Oder ob der einfach nur die ersten 5 nimmt und dann einfach da was einkreuzt, oder die einkreuzt, von denen er schon mal gehört hat, oder wie. Also wie funktioniert das? Ja, das war soweit von hier. Ich bin schon wieder am Ende. So geht das halt, wenn das so impulsiv ist, improvisativ ist. Okay, Leute, ich wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut.